Der neu sanierte Vordereingang des Hauptbahnhofes Europaplatz wurde mit Graffitis beschmiert. Nachdem die Handwerker dort mehrere Wochen gearbeitet haben, um den Bahnhof zu verschönern, ist dies umso ärgerlicher. Heute begrüßte Landrat Dr. Andreas Köhn im Kreishaus 30 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Diese verstärken nun das Team der Kreispolizei. 26 der Neugänge sind frisch gebackene Kommissarinnen und Kommissare, die nach einem erfolgreichen Studium die ersten Schritte ihres Polizeilebens im Kreis Viersen absolvieren. Die übrigen Neuzugänge wurden nach Viersen versetzt. Am Sonntag gegen 15.35 Uhr bog ein 18-jähriger Autofahrer auf der Straße Biwak in Tönisfors von einem Tankstellengelände in den Kreisverkehr ab. Dabei achtete er nicht auf eine 34-jährige Radfahrerin aus Kempen, die auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der die Radfahrerin verletzt wurde. Diese wurde dann in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Am Sonntag zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr drangen unbekannte Täter in eine leerstehende Wohnung auf der St. Tönisser Straße ein. Wie die Täter in die Wohnung gelangen sind, steht bisher noch nicht fest. Die Täter erbeuteten unter anderem mehrere Lichtschalterabdeckungen, zwei Scharniere einer Glastür sowie den Stöpsel der Badewanne. Hinweise an die Polizei Viersen unter der Nummer 02162 370.